Ich melde mich hier aus dem Hauptquartier. Ja, Hauptquartier deswegen, weil ich ein bisschen gesprochen habe mit einer Dame, die es ziemlich genau weiß. Sie ist nämlich Grundschullehrerin und hat einen Nebenjob hier in dem Hotel. Sie ist es übrigens, die auch hier oben mit mir zusammenlebt, auf dieser Ebene. Wir haben hier vorne eine Grundschule, beziehungsweise eine Schule, einen Schulcampus. Das ist jetzt hier nur der Anfang, also das ist der Aufgang. Geht dann um den Berg herum. Ja, und da hat sich, jetzt gehe ich auch mal schnell wieder zurück, das Militär eingenistet sozusagen, weil der Schulcampus eine wunderbare Mauer haben, die sich auch super bewachen lässt. Und ja, ich sitze dann eben halt hier in meinem Raum. Ab 19 Uhr ist sozusagen Ausgangssperre. Dann bleibt also jeder zu Hause. Es ist nicht die latente Entführung oder so, sondern es ist einfach, es macht hier keinen Spaß. Und nachdem ich jetzt hier also auch den Verdacht auf Bettwanzen habe, habe ich das ganze Bettgeraffel tauschen lassen, nochmal frisch beziehen und jetzt schlafe ich hier in meinem Schlafsack, den ich frisch gewaschen habe. So, und das ist jetzt die Karte, an der ich, oder vor der ich sitze und signiere, was ich als nächstes mache. So, ich bin jetzt sozusagen von der Küste hochgefahren bis nach Bamenda und hier gibt es einen Grenzübergang, der geht nach Nigeria. Diesen Grenzübergang, den möchte ich gerne kennenlernen. Normalerweise würde ich jetzt 70 Kilometer an meinem alten Haus vorbeifahren. Das geht leider durch Guerilla-Gebiet, also muss ich einen kleinen Umweg fahren. Das sind nochmal 100 Kilometer. Will heißen, es kann durchaus sein, zwei Tagesreisen bis da oben an die nigerianische Grenze. Von da aus ist der Plan, dann weiterzureisen Richtung Tibati und von Tibati da noch ein Lepra-Krankenhaus zu besuchen, runterzufahren Richtung Yaounde oder, je nachdem, wann es ist, dass ich nochmal mit den Kindern zusammen Weihnachten verbringe. Onkel Christian ist ja da und es ist halt schön, wenn sie mich sehen und Bernhard schiebt eben halt auch ein bisschen Trübsal, von daher, ja. Ja, dann lockt Yaounde, aber was richtig lockt, ist der Strand hier unten. Das ist an der Grenze zu Guinea Equatorial, also Äquatorial Guinea. Ja, viel kann man nicht mehr machen. Man sieht auch hier an der Karte ziemlich gut, dass ich schon entsprechend der Jahre einiges abgefahren habe. Ich bin also hoch schon bis nach Maroua, da hat man mich dann zurückgeschickt, weil hier Boko Haram Gebiet ist. Das also Nigeria, Tschad, Kamerun und auch Republik Afrika, das sind Gebiete, in denen Boko Haram ja, die Hand drauf hält und es für mich nicht empfehlenswert ist. Das heißt, letztendlich bin ich hier eingekesselt. Eine Möglichkeit, von hier aus nach Europa zu kommen, auf dem Landweg, für mich mit dem Motorrad, ist wirklich nur illegal über die nigerianische Grenze. In der Hoffnung, dass ich hier die Chance hätte, ein Visum zu bekommen. Und sowohl mein Freund in Bamenda, der Bernhard, als auch der Julius in Douala sagen, lass es sein, wir haben dir eine Einladung geschickt, wir stehen für dich gerade. Wenn du Scheiße baust, haben wir wirklich Riesentrouble. Und ich will meine Freunde nicht ins Gefängnis bringen oder sonst irgendwie in Schwierigkeiten. Und von daher, das Leben ist hier kein Zuckerschlecken. Und als Weißer offensichtlich auch nicht so. Und auch wenn ich nicht viel Geld in der Tasche habe, jeder meint, ich habe viel Geld in der Tasche. Und das ist im Prinzip das latente Risiko, dem ich hier ausgesetzt bin. Ne? So. Das hat man ja auch in dem Interview mit Bernhard deutlich gehört. In diesem Sinne, macht euch keine Sorgen. Ich versuche, so unauffällig wie möglich mich zu bewegen. Ich erzähle das auch hier keinem. Großartig und YouTube guckt hier sowieso keiner. Dafür reicht die Datenrate nicht aus. Also ich habe mal versucht, 3 Minuten YouTube hier für meinen Freund Bernhard runterzuladen. Es ist ein Horror. Alle meine Filme lade ich über Nacht, über Stunden hoch und hoffe ganz einfach, dass A, der Strom da ist und B,
die Antennen und alles, was damit da draußen sieht man. Also von hier aus kann man ungefähr zwei Antennen sehen. Eine da und eine ist hier vorne. Also, aber die müssen halt auch im Betrieb sein. Wenn die Generatoren der Antennen nicht laufen, dann ist das Netz hier so schwach, dann macht das keinen Spaß. Sogar das Telefonieren fällt dann unheimlich schwer. Und das hat es auch schon gegeben, dass hier das Internet einfach abgeschaltet wurde. Das ist in Afrika leider so die letzte Maßnahme, um jemandem zu sagen, pass mal auf, wenn du hier das Maul aufmachst, dann zeige ich dir, wo der Hammer hängt. Jep. Tschüss. Ein Nachtrag noch. Die Tatsache, dass ich jetzt bei dieser Reise so etwas wie eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet habe und auch anderen Freunden per E-Mail versuche, sie auf dem Laufenden zu halten, hat den einfachen Grund, ihr seid sozusagen meine Lebensversicherung. Sollte mir etwas passieren, dann könnt ihr dem Auswärtigen Amt / der Botschaft in Yaoundé mitteilen, wo ich mich zuletzt gemeldet habe oder was ich vorhatte. Ich traue hier den Sicherheitsbehörden nichts mehr zu, weder dem Blauhelm, noch dem Militär, noch dem Guerilla. Ich habe mit allen Lagern gesprochen und ja, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Ich habe hier schlichtweg die Zeit abzusitzen, bis mein Rückflug wieder geht. Wo das sein wird, kann ich nicht sagen. Ich kann nur die nächsten Tage vorausplanen. Deswegen ziehe ich diese digitale Leuchtspur hinterher. Also es geht mir nicht nur um Follower, es geht mir auch nicht um irgendetwas. Ich habe keine YouTube-Einnahmen. Dafür verwende ich urheberrechtlich geschützte Musik. Die verdienen das Geld, die blenden die Werbung ein. In diesem Sinne.